Und hallo und herzlich willkommen, zu einer weiteren Folge Minecraft hier im Survival Mode. Und jetzt haben wir mal die Musik von Pokémon Rot und Blau im Hintergrund. Der eine oder andere wird das natürlich kennen, der andere halt nicht, aber jetzt wisst ihr, wie es ist, wie es sich anhört und wie schön das sein kann. Diese Melodie wirst du niemals vergessen. Niemals mehr. Das hast du immer im Kopf drin. Jedes Mal, wenn es dann kommt, dann... Das haben wir ja auch schon mal gespielt in Feuer... Ne, Blattgrün oder Feuerrot. Irgendwie so um den Dreh war das schon gewesen. Ich glaube, Feuerrot haben wir gespielt. Und dann haben wir aber einen Bisasam genommen und dann Bisaflor da draus gemacht und so. Haben zwar die Liga nicht geschafft, dann haben wir uns mal an das Drehbuch gehalten von Ash Ketchum, Pokémon Feuerrot und Rot und Blau. Ja, das kennt man. Das ist die Musik, glaube ich, von Alabastia. Wenn man da gerade ankommt oder rauskommt, dann fängt die Musik an. Glaube ich zumindest. Mich zu erinnern. Man vergisst nicht die Melodie, aber man kann sie nicht mehr muss man dann gucken, wo man sie einordnen kann. Ding, 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 ding. Dum, 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 dum. Ich hoffe, hier kommt nicht wieder der Gamer an und sagt hier Hallo, Pokémon und so. Was ist denn hier los? Hallo? Kommen die einfach hier von oben irgendwo reingesprungen? Aber ich glaube, von dem einen Baum da hinten ist die irgendwie hier rübergekommen. Ja, die Spiele waren schön. Es gibt heute natürlich auch noch geile Spiele wie Witcher und das eine oder andere. Ich glaube, da muss man sich für die Pokémon entscheiden. Oder war das wohl wo die Mutter mit einem sich unterhält? Ich weiß es nicht mal ganz genau, ich glaube schon. Das erste Pokémon, was habe ich genommen? Ich glaube, Chigi. Oder Glomanda, ich weiß es jetzt nicht mehr. Ganz am Anfang, ne? Blau und ich hatte direkt natürlich beides, ja klar. Damit ich tauschen konnte. Mit meinen Cousins und so. Dann haben wir auch über die Pokémon geklont und so. Das kann man heutzutage in den Editionen leider, glaube ich, nicht mehr machen. Jetzt hatte ich keinen mehr, mit dem ich das so tauschen konnte. Pokémon. Bei Omega Rot und... Omega Rot? Nee. Alpha Rubin? Nee. Doch, Alpha Rubin und Omega Saphir? Nee, irgendwie so. Ich glaube, so war das, ne? Oh, jetzt kann ja eigentlich gar nichts mehr reinkommen. Jetzt müssen wir uns mal gucken, was wir da überhaupt mit anfangen. So, dann mal schon mal hier die Decke rennen und jetzt können wir hier einfach rumlaufen, wie wir wollen, wie wir lustig sind und dann können wir schon mal anfangen mit diesen Steinziegel. Um die Knochen zu brechen, ist ganz klar, das macht man öfters. Jo,
Sehen wir wenigstens, was wir hier tun. Oder wo wir hier sind. Das ist Pokémon Center. Wenn man da reinkommt. Das Geräusch jetzt hier da. Wenn sie da über die Kasse gezogen werden oder auf dem Computer da gelegen werden. Ich glaube, das zeigen sie nicht. Oder ist es, wenn man da rot da lang geht? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich glaube, das ist vom Pokémon Center. Ja, ich weiß, ich mache hier Musikraten, aber das macht mir Spaß, wenn ich das erraten kann. Also ich mache gerne das, was mir Spaß macht. Also von daher tue ich gerne Musik erraten. Oh. Ich mir doch gegönnt, oder? Jetzt die Musik, die einem so auf die Kekse geht, ne? Wir sind in der Höhle drin. Läuft so. Und dann. Den. Ja, die Musik hier, weißt du? Dann denkst du dir auch. Nein! Nicht schon wieder! Nicht schon wieder ein Zubat! Nicht schon wieder ein Kleinstein! Nein! Nicht schon wieder ein Rolio! Nicht schon wieder ein Raupi! So welche Gedanken kommen dir dann in den Kopf? Weil du dann kaum am Aushalten bist, so, hey, nein, bitte nicht schon wieder. Ich will doch einfach hier nur durch. Ich hab doch jetzt hier das Pokémon. Ich hab euch doch schon gefangen. Ich hab euch schon 50 Mal besiegt, aber bitte geht doch weg. So ist das dann. Bist du dann in Gedanken am Jammern? Bitte nicht. Oder du bist richtig am Verzweifeln und, schaffst du das jetzt noch? Der hat nur noch ganz wenig Leben. Ach, du hast ja noch einen Trank. Und dann geht's weiter. So ungefähr. Und da ist schon der Kampf vorbei. Und Levelaufstieg. 50 Int dazu, 50 Start dazu. Aber, da hat man nicht wirklich drauf geachtet. Man hat sich nur gefreut, wenn der richtig reingehauen hat und hat die Pokémon mitgenommen, die einem gefallen haben, hat die richtig hochgepeitscht und dann hat das alles geklappt. Hm? Oder? Hier ist wieder ein Pokémon Center. War zwar klar, war das nicht gerade eben schon? Oder ist das jetzt von seiner Mutter ist, ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist das Pokémon Center oder der Pokémon Markt. Vielleicht haben die ja die gleiche Musik, ich weiß es nicht mehr. Müsste ich mir nochmal angucken. Vielleicht spielen wir ja nochmal einen Teil, dann lassen wir aber die Liga einfach aus, spielen nur bis dahin und dann. Oder ich trainiere dann nochmal zwischendurch richtig oder. Mal gucken. Ich will euch noch nichts versprechen, aber vielleicht spielen wir noch mal einen Teil Pokémon. Ah, den Flure, ne? Haben wir noch so genug Steine? Ich weiß es nicht. Wenn nicht, machen wir uns noch ein paar. Da müssen wir gleich auch wieder Holz fällen gehen, um hier wieder Holz drauf machen zu können. Ich weiß, wir haben eben was Holz weggetan. Ich glaube oben. Ne, ganz oben, ja. Ganz oben in dem Farmerhäuschen da hinten. Oder war das beim Surfen, wenn wir auf dem Schiff waren? Ich weiß es nämlich nicht so genau. Ich kann es dir leider nicht sagen, denn ich bin ganz unschlüssig.
So. Oh, ich glaube, da kommen wir gerade mal mit aus, ne? Da unten ist wieder eine Spinne. Sind wir jetzt die ganze Zeit hier im Pokémon Center oder was ist hier los? Die bekämpfen sich da ja unten gegenseitig. Spinne gegen Skelett. Pokémon. Skelettman und Spiderman. Oder Anubarak. Oder wie heißen die? Ne, das ist WoW, Entschuldigung. Weberak, ne? Und dann gibt es ja noch diese komische Blitzspinne da. Die Elektrospinne, ja klar. Wir haben natürlich schon mal eine Spinne gesehen, die elektrostatisch aufgeladen ist. Hallo. So, jetzt aber mal was Neues hier. Ach so, ja, da ist das Geräusch, das beim Pokémon Center. Das sind wieder die Höhlen. Ja, ich kann nicht aus meiner Haut. Ich muss das erraten. So, fertig. Ding, ding, ding. Wie sieht das denn jetzt von außen aus? Wir müssen also so hier raus aus dem Haus. Fuddelnackig. Schau, ein bisschen Plastik, ne? Setzen wir jetzt nochmal eine Etage Holz drauf. Und gehen noch ein bisschen fällen hier. Ganz furchtbar war es natürlich gewesen, in den ersten Editionen auf dem Game Boy, wenn sie ohne Licht hat und irgendwie kein Blitz-Pokémon oder nicht mehr genau wusstest, wo, oder noch gar nicht wusstest, wo der Typ ist, wo du deinem Pikachu oder, ja, deinem Pikachu beibringen konntest, Blitz zu lernen. Und dann durch die Höhle zu gehen, die stockfinster war, wo du dann nur so ein kleines bisschen rot oder so gesehen hast. Das war schon ätzend. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, da hast du irgendwie da irgendwas hast du gewonnen, keine Ahnung. Ist aber auch ein bisschen nervig, die Musik. Ah, zum Glück hört sie jetzt auf. Da haben wir schon wieder Holz. Das zählt. Was haben wir denn für ein Palast denn gebaut, Alter? Naja. Egal. Da geht's einfach mit mir durch. Da muss ich bauen und bauen und bauen. Das tut mir leid. Das ist leider so. Jetzt wieder. Düm, 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 düm. Die schrecklichste Musik, Alter. Die schrecklichste Musik, die es in Pokémon gab. Irgendwann ging dir das so auf den Zeiger, dass du in der Höhle warst und dann kamen sie wieder und haben dich dann abgefangen. Zu Bad Kleinstein, alle kamen sie und ja, ich weiß, das habe ich jetzt schon mal erzählt, aber. Aber man war auch froh, wenn man es geschafft hat, ne? Die erste Liga habe ich auch geschafft, aber da bin ich auch 50 Mal reingegangen. Da gab es ja auch noch den Bug oder Sheet oder wie man das nennt. Heutzutage. Da konnte man ja sich die
die Dings hochballern. Die Pokémon mit den Sonderbonbons und den Meisterbällen und so. Weil man Missingo gefangen hat auf der Zinnoberinsel, glaube ich. Ja, ja. So kann das gewesen sein. Hier nochmal? Ne, hier ist einfach nur wieder. Warte, können wir doch einsammeln alle? Dann können wir da wieder was setzen gleich. Ach, Tragosso? Doch, Tragosso war das, glaube ich, ja, ja. Ja, so verrückt man ist man, wenn man die Geräusche erkennt. Was ist das? Donnerschock? Paralysiert? Wieder Donnerschock. Das war Glurak, ne? Ja, ja, Glurak. Ja, ich bin doof, ich weiß. Ne, ich bin nicht doof. Mir gefällt das, dass ich das weiß. Ich finde das schön. Das finden wir ein Zombie. Der greift uns gleich an. Der will uns an. Die Wäsche. Pipi. Das war Pipi. Nein, ich habe nicht Pipi gemacht, sondern da war Pipi das Pokémon. Fight! Gewonnen. Pummeluff. Hier dieses. Pummeluff. Oder Gesang. Wieder Blitz. Wieder Blitzdingens. Blitzdingi. Ja, ja. Ich bin doof. Ich mein. Und wieder ein Levelaufstieg. Ach hier. Da sind sie, die üblichen Verdächtigen. Zombie, Zombo und Skeletto. Ja komm, schieß dich selber ab. Wieso trifft er mich eigentlich? Ich bin doch am Blocken, oder nicht? Ihr werdet leider alle sterben. Tut mir leid. So, jetzt müssen wir erstmal wieder was futtern, sonst haben wir. Jetzt kommt noch die Musik von Minecraft dazu. Die machen wir jetzt aber gerade mal aus. Wollen wir das? Wollen wir ja nicht, ne? So, weg damit. Zurück. Die hört gerade nicht dazu. Und nochmal für die gerade jetzt erst zu gucken, weil sie gerade irgendwas anderes gemacht haben. Das ist Pokémon Rot und Pokémon Blau. Die allerersten Editionen, die von Pokémon 1995 rauskamen, die ich dann, glaube ich, auch gespielt habe. Ich weiß es nicht mehr ganz so genau. Ja, ich habe auch bis heute alle Pokémon Editionen gespielt, bis auf, glaube, Pearl und noch irgendwas. Die Axt gerade kaputt gegangen. Hat man nicht gehört, aber gesehen. War das nochmal gerade fertig? Einfach, wir machen einfach hier die ganze. Achso, da kommt wieder ein Zombie. Du wirst. Jetzt langsam sterben. Ich glaube, das ist die Musik der Siegestraße. Ich weiß es nicht. Könnte sein. Muss aber nicht. Kann auch einfache Arena-Musik sein. Oder, nee, da, hier die Roten, wenn man da langläuft. Ja, ja. Stimmt ja. Stimmt ja ganz. Ich weiß es wieder. Ich kann mich wieder dran entsinnen. Kennt ihr einen Gott, der nur einen Buchstaben hat? Hm?
Nein? Jod. Ne? Auf Kölsch. Jod. Heißt ja Gott, ja, aber die... Mama, was denn jetzt schon wieder ein Screenshot und wir müssen laufen, Junge. Ich glaube, wir gehen erstmal ein bisschen pennen gerade. Da sind die ganzen Creeper, Zombies und alle weg, glaube ich, hoffe ich. Aber so ganz, finde ich da nicht so gut. Ne? So. Und ab in die Falle. Ach nee. Wollte ich noch einen anderen Eingang? Ne, die haben alles besetzt hier. Onkel Creeper. Ach, der ist gerade weggespawnt. Wunderbar. Dann können wir ja mal... Hallo. Weg damit. Oh, scheiße. Da war denn da alles drin? Da habe ich mich gerade ein bisschen erschrocken, aber nur so ein ganz kleines bisschen, ne? Kann man ja verstehen. Oder? Wenn man jetzt hier so vorbeigehen würde und dann so pum, würden die Wände weggehen. Nee, das tun sie ja nicht. Die können einen ja nicht durch die Wände sehen. Aus Gründen. Ding. Brauchen also sowieso die Latten hier oder wie die Dinger heißen? Wie heißen die jetzt? Eichen, Holz, Brette. Die Brettner. Ja, Latten. Brauchen Latten. So. Ich hoffe, dass jetzt keiner hinter uns steht gleich. Dann haben wir nämlich die Arschkarte gezogen. Ja, gut. Gucken wir da nochmal rein. Hat sich ja da was getan. Nein, bitte nicht. Das ist scheiße. Das macht keinen Spaß. Komm hier, freies Gehege. Komm hier rüber. Warte, hier ist noch ein Skelett. Das erschlagen wir von oben. Wir sind ganz hinterlistig. Schwabbelitsch und Schwabbeli. Hier, so. Hallo, was soll das? Willst du dich hier verstecken irgendwie? Das ist aber nicht so, ne, korrekt, ne? Da haben wir noch ein Skelett. Ein Skelett. Hallo, wunderbar. Hier einmal durchgucke, durch die Schwertgucke. Komm her, folgt mir. Folgt mir in die Savanne. Ja, komm mal, du bist aber hier. Hallo, hier geht's weiter. Komm. Pomelov. Es geht wieder weiter im Text. Es hat schon wieder explodiert. Also ich reiß ihm gleich die Eier ab und stopfe ihm im Hals rein, du. Ach, der hat ja gar keinen Hals und keinen Kopf mehr. Schade. Oh, oh. Wieso gehen die da nicht weg, Mensch? Wir bauen uns einfach nach oben, ganz einfach. Fertig in der Aus hier. Bin doch nicht bekloppt. Hallo? What's all up, Tim? Ach, wir haben jetzt auch einen Bogen. Aha! Können wir die ein bisschen abkrallen, oder?
Mama, Mama, da ist schon wieder so ein Creeper. Mach den weg. Der mag mich nicht. Guck mal, der läuft die ganze, der mag mich so sehr. Der läuft mir die ganze Zeit hinterher und will mein Haus kaputt machen, was ich ja 5 Stunden aufgebaut habe. Der Affe. Haben wir noch Pfeile? 6 Stück, ja. Ja. Müssen wir halt gucken. Ja, das war. Haha. 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 Und weg ist er. Yay. Haben wir auch mal einen Creeper geschafft, ne? Sollten uns vielleicht mal ein paar Bogen bauen. Ein paar Bögen bauen. Bögen bauen im Bau. Hallo. Guten Tag. Ich bin Angsthase, ich weiß, ich laufe davon weg, aber ich will nicht, dass das Haus wieder kaputt geht. Da von daher machen wir das halt so. Yep. Das war ein bisschen. Das ist nicht der Bogen. Den machen wir noch gerade weg und dann machen wir mal ein Folgentäuschen wieder. Jetzt haut er ab. Ja, egal. Gut. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Wünscht euch euer Sleeper, euer Yoshi. Ciao.